Eine Fernsehgesellschaft der ersten Stunde waren wir. Deshalb gab es diese Woche allen Grund, das 20-jährige Jubiläum zu feiern. 20 Jahre Privatfernsehen, das sind auch 20 Jahre Camp TV. Bei unserer Jubiläumsfeier in München-Grünwald kamen rund 300 geladene Gäste. Wer nicht da sein konnte, ließ Grüße ausrichten. Also, Camp TV, ich wünsche euch weiterhin 20 Jahre Erfolg und Happy Birthday. Also so von Kollegen zu Kollegen, wir sind ja irgendwie alle in einem Boot und sind gar keine Mitbewerber. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, zum 20. Ich bin echt total platt. Yo Mann, hier ist der krasse Erkan. Fettes Respekt an 20 Jahre Bayern Journal. Da seid ihr 4 Jahre jünger als ich. Hör ich voll schwul, oder? Erwin Huber, er war der Schirmherr unseres Jubiläums im wahrsten Sinne des Wortes. Als Dank dafür, Herr Huber, dass Sie uns in den vergangenen Jahren niemals haben im Regen stehen lassen, bekommen Sie von uns als unser Schirmherr diesen Schirm. Den Mut und die Kreativität, die diese 20 Jahre gekennzeichnet haben, wünsche ich natürlich auch für die Zukunft. Standfestigkeit und Durchsetzungsvermögen, auch das braucht man in diesem schwierigen Geschäft. Aber Camp TV kann in erster Linie stolz sein auf diese 20 Jahre. Moderator der ersten Stunde ist Benny Schnier, damals Experte für Studiorunden. Wie immer nach unserem ersten Filmbeitrag begrüße ich jetzt Studiogäste bei uns zu einem Roundtable-Gespräch über dieses Gebiet. Es war unglaublich, weil es waren tatsächlich 8 Stühle und die hatten den Nachteil, dass die immer gekippt sind. Ja? Die waren also nicht anscheinend nicht feststellbar. Das heißt, einige der Interviewleute haben dann dazu geneigt, während des Gesprächs, wenn das Roundtable-Gespräch ständig immer so von hinten zu wippen. Und alleine diese 8 Stühle um einen, ich glaube, viereckigen Ikea-Tisch, ich glaube, irgendwie sowas in der Richtung war es, das war schon Fernsehgeschichte alleine. Patricia Fernandes-Leb moderierte das Bayern-Journal vor über 10 Jahren. Ein Blick zurück, er lohnt nur selten, denn in der Zukunft liegt das Heil. Ich begrüße Sie recht herzlich zum Bayern-Journal. Ich habe mich offen gestanden schon oft sehr unsicher gefühlt, weil ich einfach Anfängerin war. Aber ich war auch sehr froh, dass ich mal die Chance bekommen habe, zu zeigen, was ich kann und dass ich mich da auch verbessern kann. Klar, da ist es emotionell sehr, sehr viel passiert. Im Januar 1984 fiel der Startschuss für die Privaten, der Beginn des Satellitenfernsehens in Deutschland. Die ersten Sender waren RTL, Sat1 und Tele5. Also Privatfernsehen war für mich immer so dieser Pioniergeist. Man kannte ja die Öffentlich-Rechtlichen, so diese Alteingesessenen, ein bisschen behäbigen, die jetzt ja sich also nicht wirklich viel verändert haben. Und die Privaten waren halt immer so jung, dynamisch, sind auch mal ein Risiko eingegangen und haben irgendwas, also wirklich so, die waren sehr innovativ und sind sie immer noch. Ich glaube, dass das Privatfernsehen uns allen wahnsinnig geholfen hat, mir natürlich auch, weil ich sage mal, es immer mehr ist in der Presse gewesen und da ist viel berichtet worden. Also ich glaube zum Beispiel, unser P1 hat dem Privatfernsehen sehr, sehr viel zu verdanken, weil wir dann auch immer wieder ein paar verrückte, gute Partys gemacht haben, ist darüber berichtet worden und da fanden die Leute es toll reinzugehen. Im April 1984 war Startschuss für die private Fernsehproduktionsfirma. So gab es für uns gestern Abend viele Glückwünsche von prominenter Seite. Der Präsident des TSV 1860, Karl Auer zum Beispiel, kam mit einem Jubiläumstrikot für die Macher. Ein Gruß von vielen. Ja, einmal weiterhin viel Erfolg, aber den Mut und die Kreativität, die diese 20 Jahre gekennzeichnet haben, wünsche ich natürlich auch für die Zukunft. Lauter Glückwünsche, einen ganzen Blumenstrauß voller Glückwünsche. 20 Jahre Camp TV ist Erfolgsgeschichte pur. Über 300 geladene Gäste waren auf unserer Jubiläumsfeier mit dabei. Wer nicht kommen konnte, ließ die Glückwünsche ausrichten. Tolle Arbeit, herzlichen Glückwunsch. Da kann ich nur sagen, herzlichen Glückwunsch. Da kann man nur herzlich gratulieren und vor allem auch beglückwünschen. Zunächst einmal ganz herzlichen Glückwunsch zu diesem tollen Jubiläum. Das Privatfernsehen hat sich ja voll etabliert und Camp TV genauso. Hat sich einen guten Namen gemacht. 20 Jahre, erstaunlich. Ein jugendliches Alter. Camp TV ist jung und sehr lebendig und immer am Ball. Das ist eine Bereicherung im Fernsehen und in den Wohnstuben der Menschen hier in unserem Land. Ich bin wirklich gern immer, auch im Studio, als Studiogast. Also insgesamt hat sich das ja durchaus gut entwickelt, aber man muss immer wieder kämpfen, gerade lokale und regionale Sender müssen noch mehr kämpfen als die nationalen, dass wir hier in Bayern ein so vielfältiges Programm auf den Weg gebracht haben, so viele regionale, lokale Sender im Fernsehen, im Hörfunk, das ist beachtlich
ist auch eine beachtliche Leistung der Unternehmer. Jeder, der in dieser Branche über 20 Jahre besteht und Erfolg hat, der hat Grund zu feiern, das ist ja ganz klar. Also ich freue mich, dass ein Unternehmen, das ja ganz klein beim Pilotprojekt angefangen hat, 20 Jahre lang hier eine Erfolgsstory aufzuweisen hat. Also gab es jede Menge zu feiern für die Gäste der Jubiläumsfeier. 20 Jahre dieser wunderbare Sender, 20 Jahre die gute Leistung der Mannschaft mit Burkay und Piller an der Spitze und 20 Jahre privates Fernsehen in Bayern und in Deutschland und damit auch eine Erfolgsstory in so kurzer Zeit, wie es kaum vorstellbar war. Und wir wünschen natürlich im neuen Gebäude dem Sender viel Erfolg, viel Glück, Fortune, das auch der Tüchtigste braucht und insgesamt eine gute Zukunft. Und da Ralf Burkay und Ralf Piller in diesen 20 Jahren mit löwenhaftem Mut gekämpft haben, möchten Monika Hohlbeier und ich unseren zwei Pionieren in der Fernsehlandschaft ein kleines Geschenk überreichen. 20 Jahre CampTV, dafür gab es vom Staatsminister ein Geschenk. Das Wappentier des Freistaats aus Nymphenburger Porzellan. Ein Stück Geschichte, so wie sie auch CampTV in Sachen Privatfernsehen ein kleines bisschen mitgeschrieben hat.